Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu einer weiteren grandiosen Folge Uncharted 4. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid, Freunde, bei diesem wunderbaren Game. Wir machen weiter, sind ja immer noch unterwegs hier mit den kleinen. Wenn dir die ganze Welt offen steht, wo gehst du hin? Überall? Überall. Na gut. Mal sehen. Indien. Ja, wir sehen uns das Taj Mahal an. Einmal geht noch. Und dreht sich. Sowjetunion. Auf nach Moskau. Ja, da kommen wir vielleicht nicht so leicht rein. Aber den roten Platz will ich mal sehen. Ja. Auf ein neues. England. Windsor Castle. Das wäre cool. Nicht wahr, Sam? Hey, sieh mich nicht so an. Ich kann nichts dafür, dass du noch nicht geboren warst. Und viel erinnere ich mich eh nicht. Und so cool war es nicht. Aha. Okay. Ja, Freunde, lasst gerne weiter ein bisschen Liebe da für die Videos. Würde mich freuen. Und gerne beim Gewinnspiel mitmachen. Hey, Link in der Videobeschreibung. Ave Caesar. Ave Caesar. So, weiter geht's hier. Ja, Freunde, ja, wie gesagt, gerne auch Videobeschreibung abchecken. Und bald startet Horizon, Freunde. Horizon Forbidden West. Ich freue mich extremst drauf, Mann. Ich bin so gehypt auf das Game. Danach Elden Ring natürlich. Also, die nächsten Wochen kommen auf jeden Fall schon ein paar coole Games raus. Red Rhythm im März. Lawrence von Arabien. Den Schinken wollte ich schon immer sehen. Hat aber nie geklappt. Ja, aber zumindest, dass Nate auf den Spuren von ihm unterwegs ist später. Das hat geklappt. So. Hier ist verschlossen. Verschlossen. Mams Sachen sind vielleicht in einem dieser Räume. Ist er denn hier hochgekommen? Da rein. Okay, einfach teleportiert. Musste man nicht hier irgendwie auch später klettern? Oder was denn da? Ich glaube schon, ne? Hey, der Lüftungsschacht. Da oben. Ein Drachengong. Sieht nach Südostasien aus. Oh ja, so kommen wir vielleicht in den Raum darunter. Nicht wir. Du. Was? Ich komm nicht durch. Schaffst du das? Soll das ein Witz sein? Schaff ich das? Okay, dann zeig mal, was du kannst. Wir müssen nur den Anfang finden. Ja, war glaube ich hier, oder? Eine Polaroid. Zeig mal her. Ich glaube, sie geht noch. Komm her. Und jetzt lächeln. Verlier's nicht. Das ist schon ganz cool gemacht hier mit dem Polaroid. Das war damals der heiße Scheiß, ey. Wie Nate guckt, ey. Unfassbar. Ja, warte mal. Der Blick, ey. Der Helm, habt ihr gesehen? Krass. Okay. Hier oben. Nochmal, bitte. Ich dachte, weil er nicht nach links gegangen ist, musste ich mich irgendwie runterlassen. Er geht nämlich nicht nach links. Ich muss nach oben. Ah, okay, mein Fehler. Mein Fehler, mein Fehler. Oh nein! Nichts passiert. Die nächste auch noch hinterher. Nichts passiert. So. Was macht der denn? Was ist das, Alter? Junge, das ist doch also Wahnsinn, wa? Also,
Alles nicht schlimme Bugs, keine so. Schlimmen Bugs, aber Alter, wie häufig? Nie erlebt, ohne Witz jetzt mal. Wer hat die Remaster gemacht? War das Naughty Dog selbst? Nee, oder? Hat es irgendjemand übernommen? Jetzt mal ernsthaft, ich muss gleich mal auf die Packung gucken. Alter, das ist doch nicht normal. Das ist also ohne Scheiß noch nie so viele Bugs in einem Naughty Dog Game gesehen. Noch nie. Nicht, dass ich mich erinnern könnte, zumindest. Wie gesagt, alles nichts Schlimmes oder sowas, aber schon häufig, wa? Ihr habt ja die Videos gesehen. Also, das ist krass. Krass. Ist man einfach gar nicht gewöhnt, wa? Hat sich ja schon mal gesagt. Okay. Bei so krassen Entwicklern fällt das irgendwie dann noch heftiger auf, wa? Von hier ist sie auch verriegelt. Naja. Wie gesagt, nichts Schlimmes. Codein. Ein Haufen Schmerzmittel? Hab ihn. Erstmal Sam reinlassen. Und? Was gefunden? Keine Aufzeichnungen. Tja, okay. Da ist noch die andere verschlossene Tür. Komm. Zeichnungen zuhauf. Mal sehen, was wir finden. Nein. Nein, nein. Wow. Sam. Hast du da was? Das sind sie. Reichtümer des Paradieses? Wow, Henry Avery. Der Gunsway-Raub. Was hast du da? Das habe ich noch nie gesehen. Ja, ich auch nicht. Aber das... Nein, das ist eindeutig Mams Handschrift. Nehm die Hände hoch. Langsam. Hey, hey, das ist nicht nötig. Was hält er da? Hey, 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 zielen Sie nur auf mich. Gib mir mein Buch. Okay, okay. Okay. Tut mir leid, Nathan. Und was jetzt? Jetzt. Warten wir auf die Polizei. Hey, das wollen Sie sich doch bestimmt nicht antun. Stopp. Ich meine, das Leben von zwei Kindern zu zerstören, das... Ich will euch wirklich nicht erschießen. Kommen Sie, Lady, es ist doch gar nichts passiert, stimmt's? Wir alle müssen uns den Konsequenzen unserer Taten stellen. Müssen Sie ihn wenigstens gehen. Ich brachte ihn her, um Ihnen die Sachen unserer Mutter zu zeigen. Das ist alles, sie hat gar nichts damit zu tun. Was? Das heißt, das war allein meine Idee. Nein. Die Sachen eurer Mutter? Ja, die Aufzeichnungen sind von unserer Mom. Ihr seid Cassandra Morgens Jungs. Hi. Mein Gott.
Er hat euch fast erschossen. Ja, könnten Sie noch immer. Also, würden Sie... Sie kannten Mom? Sie hat für mich gearbeitet. Wie ihr sicher bemerkt habt, bin ich sowas wie eine Sammlerin. Das ist mal eine Untertreibung. Also, hat Mom für Sie übersetzt? Eure Mutter war die brillanteste Historikerin, die ich je getroffen habe. Wir hätten gemeinsam so viel erreichen können. Doch dann ihre Krankheit, die... Tut mir leid. Nein, schon gut. Das ist lange her. Von all ihren Entdeckungen wäre das die absolute Krönung gewesen. Sic Parvis Magna. Großes aus kleinen Ursprüngen. Sir Francis Drakes Wahlspruch. Ja, Latein und historische Figuren. Das waren unsere Themen beim Abendessen. Wir waren eine seltsame Familie. Hat sie euch je von ihrer Theorie über Sir Francis Drake und seine Nachkommen erzählt? Sir Francis Drake hatte keine Nachkommen. Das will die Geschichte uns weismachen. Aber eure Mutter und ich sahen das anders. Die Geheimnisse dieses Piraten zu lüften, ist noch ein Abenteuer, dem ich Lebwohl sagen muss. Ich muss wohl vielem Lebwohl sagen. Verzeiht mir. Das Gerede einer alten Frau. Hier. Ihr habt genauso viel Anspruch darauf wie ich. Wer weiß? Vielleicht beendet ihr ja eines Tages, was sie begonnen hat. Ja, also, sind wir aus dem Schneider, ja? Ich regel das mit der Polizei. Ihr habt ja reingefunden. Da findet ihr auch allein wieder raus, hm? Ja. Hier. Danke. Das Chaos tut mir leid. Okay, komm, Nathan. Gehen wir. Alles okay? Oh, heilige Scheiße. Nein. Hey. Sam? Sam? Hier ist die Polizei. Alles okay? Warte, wir müssen doch was tun. Ja, wir müssen dringend hier verschwinden. Wir können sie doch nicht hier lassen. Wir können nichts für sie tun. Okay, wir müssen abhauen. Wenn die Cops uns hier finden, dann... Nathan! Wir müssen weg. Sofort. Oh, Scheiße. Fenster, komm! Okay, Sie sehen oben nach. Sie, komm mit mir. Oh Mann, ey. Schon ein geiler Abschnitt irgendwie, oder? Finde ich. Ist auf jeden Fall ein cooles Level, was nochmal ein bisschen die beiden näher beleuchtet und dass man auch ein bisschen was über die Mutter erfährt von ihnen. Vorsicht! Ich hab noch nichts von drin gehört. Wie gesagt, kletter doch nach links. Ich drück doch die ganze Zeit nach links. Mach's doch mal. Mensch, was ist denn hier los teilweise? Es ist doch einfach nicht mehr. Sam, ich hab dich. Spring einfach. Ah, Sam, ich komm doch schon, Mensch. Aber immerhin, muss man sagen, hier war Sam ein bisschen ehrenhafter, wa? Komm schon, ich komme. Hat sich dazwischen gestellt für seinen kleinen Bruder. Verdammt. Das Eingangstor sieht gut aus. Was ist das für ein riesiges Haus, Mann? Zwei Verdächtige, ein Jugendlicher. Sie sind
Langsam. Okay. Nathan! Ist okay? Ihr da! Stehen bleiben! Lauf weg! Jella, wie werden wir los? Hier ist Officer Murphy. Wir haben zwei Verdächtige. Murphy! Ein Erwachsener, ein Jugendlicher. Stehen bleiben, verdammt! Jella, auf den Boden! Scheiße! Handy über den Kopf! Stopp da dann! Komm schon, lauf, Sam! Lauf, lauf, lauf! Einfach verarscht, die Idioten. Ja, da sind sie! Lauf jetzt los, Nathan! Ihr macht doch alles nur noch schlimmer! Komm, los! Alter, wie viele Leute sind hier gekommen direkt, wa? Das ist einfach. Letzte Warnung! Das ist einfach die Magie des Geldes, ey. Ach, Mist! Ob so viele Polizisten gekommen wären zu einem normalen Haus, oder was? Kommen ja immer mehr, Junge! Da, beim Gästehaus! Lauf! Ah, Mist! Sie hauen ab! Los, der Müllcontainer! Okay. Ups. Komm uns! Wir müssen zurück! Zurück zum Haupttor! Steig auf! Los, komm! Los, halt dich fest! So, wir sind in Sicherheit. Lass uns mal kurz verschnaufen, ja? Was für eine Nacht, hä? Was für eine Nacht. Diese alte Frau. Hey. Jetzt hör mir mal zu. Das vorhin war nicht unsere Schuld. Ich meine, die Frau, die war krank. Nein, ist ja okay, sich mies zu fühlen. Aber wir hätten da nichts tun können. Und was machen wir jetzt? Ich kann nicht zurück ins Waisenhaus. Du kannst nicht zurück zu deinem Job. Dann lassen wir es. Klar. Nein, ich mein's ernst. Wir beide hauen so weit von hier ab, wie wir überhaupt nur können. Ja? Und wie lange, bis die Cops uns finden? Oh, ich glaube, die suchen nach Nathan und Samuel Morgan. Ja, das sind wir. Wenn wir das nicht wären? Nathan, vorhin in dieser Villa wusstest du genauso viel über diesen Kram wie diese arme alte Frau. Hier. Ich wusste schon immer, dass das Schicksal Großes mit uns vorhat. Aber bis heute Nacht wusste ich nicht, was das heißt. Aber das, Moms unvollendete Arbeit, das ist unsere Chance, ein neues Leben anzufangen. Mit neuen Identitäten. Wovon redest du da? Ich kenne ein paar Leute. Die fälschen astrein Papiere. Und was unsere neuen Namen angeht. Mom glaubt, dass Sir Francis Drake hätte Nachkommen gehabt. Wer will das Gegenteil beweisen? Du meinst das ernst, oder? Nathan, das ist unser Schicksal. Und ich verspreche dir, du und ich zusammen, wir werden es weit bringen. Na, was sagst du? Nathan Drake. Und danach änderte sich alles. Du weißt schon, wir wurden Entdecker, Abenteurer, hauptsächlich Diebe. Au! Okay, halt mal still. Eine Weile lang war es so. Wenn wir uns nicht im Knast abgewechselt haben, dann haben wir zusammen drin gesessen. Und nachdem ich ihn verloren hatte, nachdem ich dachte, ich hätte ihn verloren. Du wolltest nicht mehr über ihn reden.
Sowas in der Art. Tja, das war's. Jetzt weißt du alles. Bei dir bezweifle ich, dass das alles war. Aber das war schon viel. Und was denkst du jetzt? Ich denke, dass du Glück hattest, dass ich dich gefunden habe. Ja. Ich bin froh, dass du kein Bein verloren hast oder so. Wäre verteufelt schwer geworden, dich hier rauszuschaffen. Wie hast du mich überhaupt gefunden? Ach, weißt du, das war ein Kinderspiel. Einfach immer dem Klang der Schüsse nach. Nein, ich meine, wie bist du hergekommen? Oh, na klar. Sally, kommen. Na, Schätzchen, wie geht's ihm? Ach, weißt du, er ist angeschlagen, aber er lebt, wie zu erwarten. Jetzt brauchen wir nur noch den anderen Drake. Wie meinst du das? Nate kann's dir erzählen. Hey, Kumpel. Schön, dass du da bist. Wollte ich nicht verpassen. Was ist mit Sam? Rafe hat ihn. Scheiße. Weißt du, wo sie sind? Ja, sie wollen zur Nordseite der Insel. Sieh mal, ob du dort einen Platz zum Landen finden kannst. Sobald wir Sam haben, müssen wir verdammt schnell hier weg. Verstanden. Hey, hey, hey. Und der Schatz? Vergiss ihn. Wir brauchen ihn nicht. Aber Alcazar... Nein, es gibt kein Alcazar. Das war alles Blödsinn. Warte, du meinst, die Schulden, die... Die Flucht. Ja, Sam hat alles erfunden. So ein Arschloch, was? Pass auf, ich werde dir alles erzählen, wenn wir uns sehen, okay? Ja, ich kann's kaum erwarten. Hör zu, passt da unten auf euch auf. Du kennst uns. Wir tauschen. Danke. Bitte. Nein, ich meine, danke, dass du mich gerettet hast. Wieder. Diesmal hätte ich's fast nicht gemacht. Okay. Komm. Wir müssen jetzt los. Ja, ey, wir wollen zur Nordseite der Insel. Ja, New Devon, die Heimat der Gründer von Libertalia. Und dort bringt Rafe deinen Bruder. Der Schatz ist bestimmt dort. Wir müssen Sam retten, bevor sie ihn finden. So, erstmal das Shirt bisschen sauber machen, ey. Nate, ohne Witz, Mann. Ich sag ja, Elena, Traumfrau, ohne Scheiß. Weiß nicht. Und Nate ist so ein Idiot manchmal, unfassbar. Sieh mal. Da oben. Ich habe mir den Wagen von Shoreline geborgt. Du bist von da oben runtergerutscht? Ja, das war der schnellste Weg. Jetzt müssen wir noch herausfinden, wie wir hochkommen. Und ich muss echt sagen, nee. Auch die Sprecherin von Elena ist extremst gut, wa? Die macht das so krass. Also nicht nur die von den Jungs, die Sprecher, sondern auch sie macht das extremst gut. Obwohl Chloe und Nadine sind auch top, also alle sind top vertont. Das ist so eine wohltuende... So wohltuende Stimmen, wenn du gerade aktuell dein Gleich spielst, ist das einfach das weiß ich nicht, das ist als wenn, keine Ahnung, Mann. Ach, keine Ahnung, ja. Da fällt mir nicht mal irgendein Vergleich ein. Und? Bist du schon lange hier? Auf der Insel? Ein paar Stunden. Hast du die Kolonie gesehen? Ja klar, aus der Luft. Echt unglaublich, oder? Ich habe mir nicht alles angesehen. Ich wollte vor allem dich finden. Klar. Nee. Und hat dir Sally alles erzählt über diesen Ort? Yep. Henry Avery. 400 Millionen. 12 Gründer. Hunderte Siedler. So ungefähr? Ja, das umreißt es ganz gut. Mir war etwas langweilig auf dem Flug. Sally natürlich auch Ehrenmann, dass er hier am Start ist wieder. Sieht ganz danach aus. Mann, Avery hat die besten Ingenieure seiner Zeit beschäftigt. Damit hat er bestimmt Nachschub flussaufwärts gebracht. Ja, gut möglich.
Ach ja, ach ja. Oh Mann, ey. Komm. Wir müssen hier rüber. Da ist ein Auto. Wir müssen nur da hoch. Ja. Tja, was meinst du? Wo lang? Ja, sehen wir uns um. Also wie gesagt, was die storymäßig hier nochmal rausgeholt haben, ist so, also wie gesagt, von der Tiefe her, von der Präsentation her, ist es einfach für mich der geilste Teil. Der zweite ist auch geil von der Action her und so weiter, aber storymäßig ist der vierte einfach der geilste. Der gibt den Leuten nochmal so viel mehr Tiefe und Menschlichkeit irgendwie. Das finde ich so schön, ey. Auch die Gesichtsanimationen, die tragen so viel dazu bei. Also auch gerade eben, wo er sich da halbwegs entschuldigt und so. Da oben ist er ja ran irgendwie, ne? Das Gesicht von Ellen hat eigentlich alles gesagt. Die ist so tief verletzt, so enttäuscht. Und das haben sie, diese Gesichtsanimation haben sie bei Last of Us nochmal auf neues Level gehoben. Boah, Junge, ohne Witz, ich will niemanden spoilern, denn Last of Us noch nicht. Muss hier doch etwas geben. Ja, ist ja gut. Ich erzähle gerade zu viel. Der Last of Us noch nicht gezockt hat, aber. Ist diese eine der letzten Sequenzen, wo man Joel und Ellie sieht. Alter Junge. Das Gesicht von Joel, was. Alter, das ist unfassbar. Richtig. Das hat mich richtig getroffen, ohne Scheiß. Sag mal, ich laufe hier dumm durch die Gegend, ey, danke. Wenigstens einer, der checkt. Ich erzähle Luffy im Kreis, wie so ein kleiner Hund, der seinen eigenen Schwanz jagt. Ja, genau. Da, so, da kriege ich dich hoch. Ach ja. Das ist so krass, Mann. Das, ich finde das heftig. Die Animation, die Gesichtsanimation ist so heftig. Wow. Und nicht nur, dass Elena so vom Drachen in der Kopf raus. Verdammt gut aus, ne? Hey, meinst du, es gibt noch einen anderen Weg hoch? Hey, hier oben ist ein Weg. Naja, gut. Aber wir kommen jetzt langsam zum Ende, Freunde. Schau mal, ob du was Brauchbares findest. Yep. Hey, ich habe hier was. Warte. Okay. Vorsicht, da unten. So. Okay. Danke. Gut. Freunde, dann würde ich sagen, machen wir hier Schluss und beim nächsten Mal weiter. Seid am Start. Danke fürs Zusehen. Haut rein und tschüss.